Als ob es hier keine Ego-Perspektive gibt. Das kann wohl nicht wahr sein. Okay. Warte. So. So, wo muss ich jetzt hin? Warte mal, Construction View? Ah ja. So, wo ist die Laterne? Ich krall mir das Ding. Ich hol mir das Teil. Ist überhaupt kein Problem. Diese Laterne wird niemanden mehr belästigen. Aber wir müssen das Ding ein bisschen weiter ausfahren. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Klaus, das muss noch weiter. Klaus, das ist zu weit. Hey, passt das nicht hier, oder was? Muss ich die... Oh, wow, 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 wow. Jetzt geht's aber los, ey. Warte, wo muss ich die denn? Ach, da unten, oder was? Erstmal, oder wie? Erstmal die hier? Nee. Wieso kann ich mit der nicht connecten hier? Wie kann ich denn das dann festhaken? Wahrscheinlich muss ich weiter runter mit dem Teil, ne? Okay. Der wird sich noch gewünscht haben, eine andere Firma beauftragt zu haben als mich. So, warte mal, warum kann ich denn jetzt hier nicht? Was passiert da? Ich muss die hier hinlegen wahrscheinlich, ne? Deswegen ist dieser Punkt da. Aber was ist da jetzt? Warum wobbelt denn dieser so komisch? Da kann ich jetzt aber nichts für. Kann ich das nochmal zurücksetzen oder so? Das ist nicht meine Schuld. Ich kann da wirklich nichts für. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts gemacht. Guck mal, das geht sofort, sobald ich da dran gehe. Aber warte mal, wir haben es gleich. Wir haben es gleich, warte. Das ist gar kein Problem. Wir schieben die einfach hier rüber, das geht. Wow, 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 wow. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir hin. Mensch, Harpe, mach doch auch mal was jetzt da unten. Mach doch mal ein bisschen Unterstützung oder so. Irgendwas ist hier falsch. Ich muss mit dem Haken die blaue Nulle. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch egal, ne? Ah, warte mal. Ich war gerade kurz drin. Hä? Ja, okay, da unten ist jetzt grün, aber... Ah! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich will das nicht hochziehen. Ich hab Angst, das hochzuziehen. Ich hab Angst. Vorsicht, Harpe da unten.
Eieieiei. Jo. Easy. Ich liebe das an diesen Spielen, ne? Ich liebe das. Das ist so toll. Okay, ich glaube, das geht, ne? Ja, easy. Guck mal. Ja, mit ein bisschen Hilfe vom Spiel. Das ist schon in Ordnung. Ach, toll. Toll, dass wir helfen konnten. Echt, das freut mich. Steige in den Pritschenwagen. Ja, klar. Es freut, das ist so schön, dass wir ihr helfen konnten, ne? Ach, schön. Man hilft, wo man kann. Uns kann man rufen. So, jetzt müssen wir aber... Kann ich irgendein Auto eigentlich klauen? Warum stehen hier so viele Autos rum und keiner hat geholfen? Was ist das denn eigentlich für eine Nummer? Na, egal. Oh. Wir brauchen ein paar Materialien vom Baustoffhandel. Klar. Sorg die benötigten Teile und komm schnell zurück. Um 4.30 Uhr wäre eben im Baumarkt. Ist überhaupt kein Problem, wer kennt's nicht. Dafür wurde jetzt ein ganzer Baukran aufgestellt. Nee, das ist von einem Nachbargrundstück. Die haben uns den geliehen. Das hat alles Story hier, Mann. Was ist denn mit dir? Oder läuft jemand das erste Mal? So, Vorsicht. Ich finde schon, dass ich Vorfahrt habe. Kann man die Rundumleuchter auch anschalten? Boah, ja, bestimmt. Warte mal. Ich glaube, ich muss X gedrückt halten, war das, ne? Genau, hier X, dann auf Licht. Warnlicht. Ach nee, das ist das. Hä? Okay, ach, das ist das. Das. Okay, alles klar. Haben wir hier, warte mal. Rotierende Lichter. Geil. Bordwände öffnen, schließen. Okay. Ja, machen wir direkt mal, ne? Damit die ganze Nachbarschaft auch wach ist. Oh, ihr seht übrigens die Anzeige hier hinter mir gar nicht. Wollt ihr die sehen? Ist euch die wichtig oder so? Dann schiebe ich mich wieder ein Stück rüber. Wäre eigentlich schon ganz cool, wenn man die auch sieht, oder? Ich würde halt sonst mitten im Bild sitzen. Das ist halt auch irgendwie doof. Ich glaube, das mit der USB-Leuchte. Nee, leider nicht. Da leuchtet gar nichts. Ich meine, ich kann die nochmal abmachen und nochmal dran machen. Aber... Das Ding ist halt, dass die. Das Landwirtschaftssimulator ist von Giants. Und das ist von Astragon, ne? Also es funktioniert scheinbar nicht so. Hast du auch die Ego-Perspektive? Ja, wie denn? Mit K? Oh, Tatsache! Geil, das ist ja fast wie Eurotruck-Simulator, nur anders. Kami Ego-Perspektive. So. Fahrer zum Baustoffhandel. Baustoffhandel entdeckt. Cool. So, und ich belade den Pritschenwagen jetzt selber, oder was? Weil ich einfach so ein cooler Typ bin. Hammergeil. Der Lader ist hammergeil. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Oh Gott. Oh, wenn du willst, kannst du was soll ich machen? Baumaterialien verladen. Okay, warte, aber erstmal muss ich aber die Pritsche hier aufmachen, ne? Hammergeil. Wie geil. Feier ich. So, sind die auf jetzt? Ah, easy, guck mal. So, gehen wir mal raus. Gibt's hier eigentlich auch eine Ego-Perspektive? Hier gibt's auch Ego-Perspektive, wie cool. Müssen die Bordwände des Pritschenwagens geöffnet werden? Jo, haben wir ja schon, haben wir schon. So, ja, mit dem Gabelstapler kenne ich mich ja aus. Ne? Das kennen wir ja alles vom Landwirtschaftssimulator. Ne? Wenn wir da den Honig immer verladen. Da bin ich ja tatsächlich in gewisser Weise Pro drinne.
Ne? Der Gabelstapler ist übrigens von Stiel. Oder Still? Ah, soll schon Stiel sein, oder? Still. Ach, keine Ahnung. Ja. So, ja, okay. Eine andere Kamera, warte mal, wäre ganz nah. Achso, warte mal, ich kann ja hier zwischen View. Ah, ja, okay. So, warte. Okay. Still sind die Stapler und Stiel ist die Kettensäge. Ah, okay, Stiel sind Kettensägen. Oh, okay, 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 okay. Alles klar. So. Oder mal Kamera, wieder so, so zack und dann einmal wechseln und dann fahren wir da Dingen mal runter. So. Ah, das geht, das geht. So. Also, wir haben Palette Dampffolio und Palette Dachziegel. Aber beides verladen. So. Hat Tobi einen Schablerschein? Das merkt man, ne? Ich weiß, ich weiß. Ich werd oft gefragt. Was viele nicht wissen, ist tatsächlich, dass ich, mein Staatsexamen als Gabelstaplerfahrer abgeschlossen habe. Ladungssicherung. Ach so. Okay, das ist aber, glaube ich, brauchen wir das? Bordwinde können wir schließen hier, guck mal. Machen wir mal eben. Hochstaplerschein hast du. So, Poppe, das ist jetzt mal gemein, ne? So, fahren wir mal zurück. Boah, ich komme mir aber auch gerade vor wie so ein Baustellenmitarbeiter, ne? Haben wir den gerade mitgenommen? Ist der gerade gegen unsere Pritsche in Gefahr? Okay, was soll ich machen? Ich bin bereit. Da oben hin mit dem... Okay. Ja Mensch, Harpe, wenn das so ist, ne? Was macht der eigentlich die ganze Zeit? Der steht nur blöd in der Gegend rum, wenn das hier so ein Drama ist mit Sturm und so, ne? Und er steht einfach nur da und macht nichts. Schon ein bisschen verarschen, ne? So. Ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich da mache, ne? Jo, das stimmt. Easy. Okay. So, fahren wir mal unser Ding aus. Stimmt, wir können den großen Kran nehmen. Du hast absolut recht. Ich glaube, ich kann es vergessen. Warte mal. Ja, dann steige ich hier mal aus. Wir können ja den großen Kran nehmen. Du hast ja absolut recht. Haben die ja sogar vorhin gesagt, dass wir das machen können. Naja. Stimmt. Minimal MB. Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. KingRaider666. Dankeschön für deine 22 Monate. Da Tommy. Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Golurum. Dankeschön für deine 10 Monate. Vielen, vielen Dank.
Sei niemals nie. Ach, sei niemals nie. Alles klar. Lul. Dankeschön für deine 5 Monate. Snipes, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Miriam 3110, dankeschön für 27 Monate. Und Halsumdreher, dankeschön für 6 und. Dankeschön für 6 Monate. 1893 und so. Ja, easy. Geil. Dankeschön. Vielen Dank auch nicht natürlich. So, pass auf. Ich komme mit meiner Kette. Und mit meiner Kette, da hebe ich die Fette. Lalalala. Sorry, ich dachte, ich mache jetzt Baustellenwitze, wenn ich schon hier Baustelle bin. So. Oh, weiter mach noch über solche geschmacklosen Witze. So, warte. Nein, das ist natürlich nur ein Vorurteil, ne? Ist natürlich nur ein Vorurteil. Alle Bauarbeiter, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren immer super nett gewesen. Außer die einen, die hier das Haus gebaut haben, die haben uns das Klo vollgepisst hinterlassen. Obwohl es neu war. Das war ziemlich uncool damals. Das war komplett vollgepisst. So. Aber wir konnten die Dinger noch drehen irgendwie, ne? Das ging irgendwie... Wie ging das nochmal mit drehen? Kran drehen? Naja, passt schon. Haben wir. So. Okay. Ich fahre wieder nach oben, beziehungsweise ich kann das auch einfach so lassen eigentlich, ne? Sprich mit Harpe. Harpe! Harpe! Moin! Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wir treffen uns vor Ort. Ja und? Was kann ich da jetzt für? Hä? Kann ich dafür, wenn der kein Auto fahren kann? Falschparker. Okay. Fahren wir zum Unfallort. So, warte. Zurücksetzen. Und Fahrmodus. War das das Auto, was du eben mitgenommen hast? Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe es nicht. I don't think so. Might. Sicher hast du das Auto abgedrängt. Hä, hey, ich habe kein Auto abgedrängt. Hör auf, wie so ein Spürges zu erzählen. Ich habe hier niemanden abgedrängt. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ein absolut anständiger Fahrer. Ich fahre immer so, wie es erlaubt ist. So. Gib mir dir nicht ein Radio oder so, wo alte Musik läuft, wo ich noch sagen kann, das ist doch Musik. So. Sagt wer ETS, sagt was anderes. ETS sagt gar nichts anderes. Ich hätte niemals Millionär werden können bei ETS, wenn wir nicht, also wenn wir so viele Strafen bekommen würden. Das geht gar nicht. Ich hab Vorfahrt, ne? Easy. Na, guck mal, die kennen auch meinen Fahrstil hier schon, ne? Die bleiben einfach stehen. Wenn sie mich sehen. Ach, komm. Hä? 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 Guck mal, Pommes, da sind deine Abflussrohre. Und jetzt? Okay, Nachricht habe. Die Lichter gehen wieder an. Es scheint, als wäre die Leitung repariert. Das Dorf hat endlich wieder Strom. Ja, Halleluja. Ach, dank uns aber, ne? Dank uns. Harpe, ich grüße dich. Wie kommt der eigentlich immer wieder hierher? Fliegt der oder was? Fährt mit seinem Lambo. Da stellt man extra Warnhinweise auf, aber Falschparker gibt es halt immer. Das hat er jetzt davon.
Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst du auch ein neues Rohr für die Gasleitung, das hier dann schleunigst eingebaut werden kann. Eine Frage habe ich. Wenn das Falschparker ist, heißt das, der hat da schon geparkt? Und ihr habt trotzdem die Baugrube ausgehoben, oder was? Das macht man nicht. Das macht man nicht. Harpe, das ist nicht nett. Harpe, das macht man nicht. Du kannst doch nicht einfach den Boden oder dem Auto wegbuddeln, was... Okay, nee, der ist tatsächlich da reingefahren. Aber wieso nennen die den dann Falschparker? Falschparker, ja gut, wobei, weil er da natürlich nicht parken sollte, aber er parkt da gerade, ne? So, wir sind bei einem Raupenbagger angekommen. Geil, Bagger können große Menge Erde bewegen und eignen sich für jede erdenkliche Baustelle. Raupenbagger fahren auf Ketten und können den Oberwagen um die eigene Achse drehen. Um Kettenfahrzeuge zu beherrschen, braucht es jedoch ein wenig Übung. Mobilbagger fahren auf Rädern und bieten eine gute Mischung aus Fortbewegung und Schaufelkapazität auf mittleren Baustellen. Die deutlich kleinere Kompaktbagger bestechen durch enorme Wendigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wie immer gilt, wir gehen einfach rein. Wir gehen einfach rein und probieren ein bisschen aus. Okay. Schaufel hoch, runter. Links, rechts drehen. Ah ja, Arm nach vorne. Hallo, ist da noch jemand drin? Hier spricht die Polizei. Öffnen Sie das Fahrzeug. Hör mal, jetzt kommen wir aber nicht mehr ran. Jo. Jo, das geht, das geht. Officer, ich gebe mir wirklich Mühe. Und wie kann ich denn die Schaufel ausfahren? Ah, so. Hallo. Wir müssen sie abschleppen, wenn sie ihr Fahrzeug jetzt nicht wegfahren. Ist das eigentlich aus der Ecke nicht mehr raus? Kann ich mir mal Bagger noch ein Stückchen vorfahren eigentlich? Ne, hier ist Schluss. Warte mal. Hör mal das anders da. Muss der Raupenbagger da drinnen stehen bleiben oder kann ich mit dem ein Stück fahren? Kann so ein Raupenbagger auch rückwärts fahren? Eigentlich doch schon, oder? Oh, warte mal, ich muss ganz kurz. In der L, was in der L kann er rückwärts fahren? Ja, hier scheinbar nicht. Zweitarm heben, senken, Haken drehen. Komm da nicht mehr hin. Das ist das Problem. Ich komme mit dem Ding da nicht mehr hin. Deswegen müsste ich eigentlich ein Stück rückwärts fahren, aber irgendwie geht das nicht. Warte mal, Kameradistanz, Kamera. Ah, vielleicht hier, warte mal, beschleunigen, bremsen.
Fahrmodus einschalten. Ja, das kann sein. Das kann sein. Zurücksetzen. Ah, guck mal. Aber es ist irgendwie weird, dass der nur geradeaus fahren kann, ne? Wie lenke ich denn das Ding? Ah, okay. Oh, wow, mit den Ketten. Oh, alter Vater. Okay, das ist aber krass. Okay, da muss man sich aber wirklich erstmal... Stimmt, das hat ja gar kein Lenkrad. Ach, du Heilige. Okay, da muss man sich aber erstmal dran gewöhnen, ne? Okay, okay, okay. So. Schatzi, ich komme. Wir regeln das jetzt gemeinsam. Wir kriegen das hin. So, guck mal. Papa ist wieder da. Papa ist da. Nein, bitte nicht. So, aber wie kriege ich dich da jetzt raus? Kann ich dich nochmal umdrehen? Ich musste nämlich mal echt da oben dran kommen, dass ich nicht da reinhaken kann, ne? Anders da kommen wir nicht zu. Anders da kommen wir nicht zu. Das geht nicht. Sei doch mal nicht so störrig und dreh dich um. Ja. Fast. So, wir müssen jetzt mit ganz viel Gefühl da unten. Und dann langsam umkippen. Komm mal. Ja, 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 bleib so, bleib so, bleib so. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Nicht bewegen. Ja. Oh, herrlich. Herrlich. I'm the savior of the day. Harpe, guck mal! Guck mal, Harpe! Harpe, guck mal! Guck mal, was ich da hab, Harpe! Guck mal, Harpe! So, wo soll das Ding hin? Unfallfahrzeug verladen. Guck mal! Warte mal, wo soll ich? Wohin soll ich denn das Fahrzeug verladen? Auf meinen... Auf den Truck hier oder was? Nee, oder? Oh, Tatsache. Lol. Ich sag mal, mir fehlt noch ein bisschen... Mir fehlt noch ein bisschen das Gefühl für dieses Fahrzeug. Wieso kann ich eigentlich nicht rückwärts fahren? Das ist mir immer noch ein Rätsel, ne? Mir fehlt immer noch ein bisschen die Möglichkeit, rückwärts zu fahren. Kann so ein Ding... Die können doch auch rückwärts fahren, oder nicht? Diese Bagger. Die anderen beiden Schultertasten. Alles klar, dankeschön. Von wem kam das? Von AndyG85, dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Boah, ich wäre jetzt echt noch verzweifelt hier. Ich dachte schon, das Ding kann nicht rückwärts fahren. Okay, wir müssen uns noch das defekte Rohr holen. So. Gibt's eigentlich auch eine Ego-Perspektive? Oh, was? Es gibt auch eine Ego-Perspektive. Geil! So. Gehen wir mal ran an das defekte Rohr. Okay, jetzt in der Ego-Perspektive ist das irgendwie noch... weirder.
War hier nicht irgendwo das Polizeiauto? Oh. Okay, steige den Pritschenwagen. Ach so, soll ich das hier nicht? Okay.